Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir sind im Dorf der Kieler und wir haben hier sehr viel zu bereden. Das wird den ganzen Tag, den ganzen Part so dauern. Vielleicht sogar noch einen nächsten, wer weiß, aber ich hoffe, es reicht in diesem Part. Eine Steintafel. Ja, Steintafel des Jägers Uxmal. Hat wahrscheinlich erst eine Bedeutung, wenn wir uns tatsächlich den Kieler anschließen, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Okay, ich glaube, das hier ist der Gefangene und der, der ihn bewacht. Was du wollen, Gucho. Ich sehe mich nur in eurem Dorfraum. Chi, doch vergiss nie, dass die Gaben unserer Ahnen unserem Volk gehören. Beschwöre nicht den Zorn der Hike. Sonst wirst du das Schicksal unseres Gefangenen teilen. Es ist dir gestattet, mit ihm zu sprechen, aber seine Zunge ist voller Lüge. Doch genug Palaver. Yalla, yalla! Hoppla. Okay, das ist er nämlich. Slim. Das ist der Typ. Oh, verdammt! Was machst du denn hier? Warum bist du noch am Leben? Wie kann das sein? Das ist dieser hinterlistige Kerl, der mir damals die Schatzkarte von der Krabbenküste verkauft hat. Ich kann alles erklären. Dann schieß mal los. Aber ich warne dich. Versuch nicht, mich zu verarschen. Ich wurde damit beauftragt, dir und deiner Freundin diese Karte von der Krabbenküste anzudrehen. Weiß nicht mal, was das für ein Ding war, das mir den Auftrag gegeben hat. Auf jeden Fall war es kein Mensch, so viel sicher. Ein riesiger Haufen Knochen, der sprechen konnte. Hat mir gesagt, ich soll mit Gold überschüttet werden, wenn ich das mache. Im Ernst, was hätte ich machen sollen? Hätte ich abgelehnt, wäre ich sofort dran gewesen. Bin doch nur eine arme Wurst, der man keine Wahl gelassen hat. Du sitzt ganz schön in der Scheiße, Freundchen. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, aber du musst mir helfen. Wie kommst du darauf, dass ausgerechnet ich dir helfen sollte? Weil hier sonst keiner ist, der mir zuhört. Die wollen mich ihrem Orakel opfern. Red mit ihrem Häuptling. Sag ihm, dass sie mich freilassen sollen. Was weißt du über das Orakel? Ich weiß nur, dass es eine ihrer Gottheiten oder so sein soll. Aber das ist auch völlig egal. Mann, ich will nicht sterben. Hilf mir endlich, bitte. Wo ist das Gold, das man dir gegeben hat, um mich reinzulegen? Davon ist nichts mehr übrig. Ein Teil wurde mir geraubt und den anderen habe ich versoffen. Du siehst, ich habe schon mehr als genug für meine Taten gebüßt. Ich schwöre bei meiner Piratenehre, wenn ich noch etwas hätte, würde ich es dir geben. Ehre? Aus deinem Mund hört sich das an wie ein Witz. Mann, es ist mir wirklich ernst, glaub mir. Ich werde mit dem Häuptling reden. Mal sehen, was er über dich zu sagen hat. Aber vergiss nicht zu erwähnen, dass er mich freilassen soll. Ich denk drüber nach. Mann, mach bloß keinen Scheiß. Ich hab bestimmt irgendwann mal Frau und Kinder. Tja, oder auch nicht. Ich hab bestimmt irgendwann mal Frau und Kinder. Oh Mann, was ist das hier? Ein Buch. Ein Buch gefunden. Die Expedition 4. Also schon wieder. Ja. Ich bin ein Opfer, werde ein Opfer sein, habe zu viel erfahren, warum muss ich auch so tief graben? Jetzt werde ich bewacht, Tag und Nacht. Sie reden davon, da ich einem größeren Zweck dienen soll. Vermutlich sind dies die letzten Zeilen, die ich schreiben werde. Wir werden uns wiedersehen. Von meinem Tod. Ja. Ich nehme an, das war ein Abschied. Okay, es wird langsam dunkel, das ist auch sehr gut, weil ich will ja noch ein bisschen im Piratenlager rumstehlen. Ja, es scheint dunkel zu sein, weil die haben ihren Posten verlassen. Ich glaube, es zählt schon als Nacht, aber wir warten noch ein bisschen ab. Ich möchte mit dir über Slim, den gefangenen Piraten, reden. Reden? Ono Palava, Gucho. Ono Palava. Die Guchos bringen den Tod und verdienen ihn zugleich. Hiruto hat keinen Grund, ihnen zu vertrauen. Also erwartet den gefangenen Gucho der Tod. Die Kieler sind ein starkes Volk. Ich glaube, der Slim... Ja, der braucht eine Lösung für sich selber, weil ich kann nicht viel tun, aber ich muss auch noch mit dem Orakel reden. Hiruto lässt nicht mit sich reden. Er scheint euch Piraten nicht zu mögen. Natürlich nicht, aber auf mich hat er es ganz speziell abgesehen. Und alles nur, weil ich aus Versehen in eines ihrer Heiligtümer gepinkelt habe. Ich würde beides sagen. Du hast was getan? Naja, ich habe einen über den Durst getrunken und mich im Dschungel verlaufen. Und dann habe ich mich halt beim Wasserfall erleichtert. Ich sag dir,
Wenn du das Plätschern des Wassers hörst, dann lässt du einfach nur noch laufen. Aber warte mal. Warum erzähle ich dir das eigentlich? Kümmere dich lieber darum, dass er den Piraten nicht mehr misstraut. Oh yeah. Sonst ist es aus mit mir. Also mach endlich, hilf mir. Oh je. Yeah. Ja, wir wissen noch nicht genau, was wir hier tun können. Das kommt hoffentlich mit der Zeit, ansonsten ist Slim halt Geschichte. Nein, alles gut, wir kriegen das hin. Du hast... Ah, du bist der Sorak, die Frau für Sorak, wie auch immer. Ah, gut schon. Ich sehe, dein Geist ist schwach, aber du bist reinen Herzens. Wenn du das sagst? Sie, ich bin Tenya, Kiki der Killer. Es ist mir eine Ehre, Tenya Kiki der Killer. Sei willkommen bei den Killer. Wenn die Ahnen es wollen, wirst du bei uns Hilfe finden. Und was machst du so? Ich bin die Weisheit der Killer. In meinen Träumen verbinde ich unsere Welt und die Welt der Hicke. So ging es viele Nächte, Sommer und Winter. Und jetzt sprechen sie nicht mehr zu dir? Sie schweigen. Selbst das Orakel hat uns bisher nicht geholfen. Meine Träume sind dunkel. Und unser Dorf ist dem Untergang geweiht. Die Schatten sind gekommen. Es wundert mich, dass ich hier noch keine getroffen habe. Jedenfalls noch nicht. Sie sind nahe. Ja. Zu nahe für meinen Geschmack. Lass dich vom Voodoo erfüllen. Es wird dir eine gute Waffe für deinen Kampf sein. Erzähl mir von dem Orakel. Das Orakel ist weise und sehr alt. In Zeiten der Unruhe fragen wir es um Rat. In Zeiten wie diesen? Tschi. Wir haben es auch versucht. Doch Margolotte hat unsere Audienz bisher verweigert. Sie hat sich eingeschlossen in ihrer Höhle aus Fels und Stein. Aber genug davon. Wir sollten nicht weiter über das Orakel reden. Die alte Margolotte sieht und hört alles. Sie ist schnell erbost, wenn man über sie spricht. Habt ihr Angst vor dem Orakel? Wenn sie dich in ihre Fänge bekommt, frisst sie dich bei lebendigem Leibe. Margolotte ist weise, sehr besonnen und freundlich. Jedoch kann sie auch kalt und sehr grausam sein. Verstehe. Was stimmt nicht mit deinem Dorf? Die Killer sind in Aufruhr. Das Böse kommt zu uns und wir sind wehrlos. Wenn die Ahnen erzürnt sind und nicht mehr zu uns sprechen, haben wir die Quelle unserer Macht verloren. Es ist meine Aufgabe, die Hicke wieder zu besänftigen. Und was musst du dabei genau tun? Ich soll das Zeichen der Ahnen erneuern. Doch es ist eine schwere Aufgabe für mich allein. Wie erneuert man das Zeichen der Ahnen? Es ist ein Zepter, gefertigt aus vielen wertvollen Gaben unserer Welt. Ein bisschen Kram sammeln sollte kein Problem sein. Das letzte Zepter wurde vor 100 Jahren gebaut. Und weiter? Es ist sehr aufwendig, die alten Rezepte zu verwenden. Wo ist das Problem? Ich muss noch Vorbereitungen treffen, um das Zepter zu bauen. Da bleibt mir wenig Zeit für die Beschaffung der Zutaten. Ich fürchte, es könnte für die Killer zu spät sein, wenn ich meine Arbeit vollendet habe. Ich helfe dir. Ich besorge deine Zutaten. Das ist gut. Ich kann jede Unterstützung gebrauchen. Ich brauche ein besonders stabiles Spinnenbein für den Griff des Zepters. Das habe ich. Eine schillernde Perle, ein Symbol aus Jade. Und das Herz eines starken Panthers. Das habe ich noch nicht. Es sind Dinge, die für die besonderen Kräfte der Hicke stehen, mit denen man sie milde stimmen könnte. Wo man diese Gaben findet, steht auf den Ahnensteintafeln in unserem Dorf. Kannst du unsere Sprache gut schon? Nicht genug, fürchte ich. Schade. Trotzdem danke für dein Angebot. Naja, ich kann es ja mal versuchen. Gut. Dann geh zu den drei Ahnensteintafeln und versuche dein Glück. Wir haben die Ahnensteintafeln in und um unser Dorf herum errichtet. Alles klar. Gut. Ich werde hier alles vorbereiten.
Euer Häuptling scheint die Piraten unten am Strand nicht gerade zu mögen. Chi, sie sind uneins mit der Natur. Und von ihren Zungen kommt nichts Gutes. Doch Chaka Hirutu irrt. Die Gutschus sind lediglich kleine Kinder. Nimmt man euch nicht an die Hand, ist euer Handeln unüberlegt. Und wie jedem Kind muss man auch euch den rechten Weg zeigen. Gehen müsst ihr ihn jedoch selbst. Wie kann ich Hirutu von seinem Plan abbringen, die Piraten zu opfern? Du? Nein, Gutscho. Du wirst ihn niemals davon abbringen können. Du bist noch nicht lange hier. Er wird nicht auf dich hören. Ich werde nicht zulassen, dass er die Piraten opfert. Wenn du willst, dass er deinem Rat folgt, musst du den Weg der Kiki gehen. Weg der Kiki? Ich verstehe kein Wort. Höre. Nur einer der hier aufgewachsenen Tonkas wird ihn überzeugen können. Ich bin nicht hier aufgewachsen. Vereine die Kraft des Panthers, die Weisheit der Schlange und die Geduld des Alligators. Okay, und was bringt mir das Ganze? Deine Aufgabe wird es sein, mir ein Haar von Tonka Makoto zu bringen. Wozu brauchst du ein Haar von Makoto? Nur so ist es mir möglich, Voodoo zu wirken. So wird es dir möglich sein, ein hier aufgewachsener Tonka zu sein. Mit dem Haar werde ich dir eine Puppe anfertigen. In ihr liegt die Macht der Hike. Makotos Geist und Körper werden dir gehorchen. In seiner Gestalt wirst du unseren Häuptling von seinen Plänen abhalten können. Klingt so, als könnte dabei jede Menge schiefgehen. Aber darin liegt schließlich auch der Reiz. Sage mir, wenn du bereit bist, diese Aufgabe zu erfüllen. Also können wir auch in diesem Part Voodoo-Zauber machen. Sag mal, wie viel Stuff ist es eigentlich immer noch? Wo finde ich Makoto? Er bewacht den östlichen Eingang unseres Dorfes. Geh einfach die Stufen hinab und du wirst ihn finden. Ich besorge dir ein Haar von Makoto. Chi, aber bedenke, Makoto wird es dir nicht freiwillig geben. Und woher soll ich dann eines bekommen? Die Früchte der Nacht haben es dir leicht gemacht. Und das heißt jetzt? Bahatis Bett wird dir die Antwort geben, Gutscho. Wegen der Zutaten für dein Zepter nochmal. Chi, bring sie mir, sobald du sie gefunden hast. Ja, mir fehlt nur noch dieses Pantherherz. Ich habe eine schillernde Perle gefunden. Das ist gut. Deine Suche war bestimmt anstrengend. Naja. Ich danke dir. Das wird sich gut machen in unserem neuen Zepter. Ich habe ein sehr stabiles Spinnenbein gefunden. Chi, das ist großartig. Das wird der Griff für unser Zepter sein. Ich habe einen ziemlich großen Jadebrocken gefunden. Chi, der wird das Kopfstück unseres Zepters werden. Gut gemacht, Gutscho. Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi, dann werden wir sehen. Medikus steigern. Mehr Blut pro Stufe, brauche ich 30 Härte. Muss ich mir merken. Talismane herstellen und Sprüche herstellen. Momentan bringt das, glaube ich, nichts, weil ich keine... Lass uns handeln. Dings hier hab. Keine Zutaten. Rezepte. Knochenring kann einschüchtern. Auch nicht übel, brauche ich nur im Moment, glaube ich, nicht. Und den anderen Kram brauche ich auch nicht. Härte wie viel? Moment. Nein, Härte. Medikus, 30. Also 2 Levels. Schade. Okay, muss ich mir merken. Das ist sehr nützlich, sehr wichtig. Ich mache jetzt einen ganz kurzen Cut. Moment. Weiter geht's. Hier haben wir erstmal ein Rückschlag und ein Nekromantie. What the fuck? Was bekomme ich hier für Dinge? 110, scheiße, kriege ich niemals geknackt momentan. Und ein Puschel. Das ist wahrscheinlich Müll. Was ist... Wer ist das da? Ixil, du bist auch neu. Willkommen, Gutscho. Nanu, warum so freundlich? Ixil ist nicht wie seine Brüder. Sie sind voller Misstrauen. Aber Ixil weiß, dass Gutschos gut für Geschäfte. Du treibst Handel mit den Piraten? Chi, warum auch nicht? Gutschos haben viel Gold in den Taschen.
Auch wir Kieler lieben Gold. Außerdem ergeben sich aus einem Handel viele Vorteile. Von welchen Vorteilen sprichst du? Nichts, was für dich interessant wäre, Gucho. Ixil sieht lediglich einen persönlichen Vorteil. Dieser wird Chakahirutu zeigen, dass Ixil ist fähiger als alle Tonkas zusammen. Aber genug. Ohne Palaver mehr über Geschäfte. Ixil hat zu tun. Was ist deine Aufgabe hier im Lager? Gut. Gucho will noch mehr Worte loswerden. Ixil berät Chakahirutu und vermittelt zwischen Guchos und Kila. Viele Probleme zwischen unseren Völkern. Die Verhandlungen scheinen nicht glücklich gelaufen zu sein. Nun, viele Guchos kennen die Regeln nicht, die Kila ihnen aufzwingt. Sie müssen noch lernen. Wenn du das Ansehen der Guchos auf Dauer steigern willst, wird Ixil dir helfen. Klingt gut, aber wie willst du mir helfen? Das ist einfach, Gucho. Baraka, der Hüter des verbotenen Tals, bekommt sein Essen von unseren Muleke. Du bringst ihm das Essen und sagst ihm, du hilfst unseren Muleke. Dann wird er wissen, dass ihr Guchos uns freundlich gesonnen seid. Barakas Wort hat großen Einfluss bei Chakahirutu. Erledige diese Aufgabe und Kila und Guchos werden auf ewig in Frieden leben können. Handelst du auch mit mir? Wenn Gucho will, wird Ixil wissen mit ihm handeln. Gegen Gold natürlich. Was will ein Kila mit Gold? Handeln mit anderen Guchos, was sonst? Bring mir etwas bei. Tränke brauen. Auch da habe ich, glaube ich, noch keine Rezepte. Alchemie. Dann bringt das mehr, wie es scheint. Und ja, müssen wir uns mal irgendwann überlegen. Einverstanden. Ich werde Baraka das Essen bringen. Gut so, Gucho. Hier, nimm diese Lieferung. Vergiss nicht, Baraka zu sagen, dass Essen von unseren Muleke kommt. Nur dann wird Baraka die gute Geste von Gucho erkennen. Okay. Ich weiß halt nicht, wie sehr es gerade Nacht ist. Ich sollte das zum Teil ausnutzen, aber auch nicht die ganze Nacht durchmachen. Ich bin kein Goldschmied. Da geht's auch noch runter, da ist, glaube ich, sogar der Typ. Da hinten geht's auch noch lang. Da ist, glaube ich, auch noch ein Charakter. Und ein Gegner. Dann gehen wir da später hin. Und da ist auch ein Gegner. Wir sind überall auf diesen Brücken, sind Feinde. Wir haben jetzt hier alles durchsucht. Hier müssen wir noch hin. Und hier ist jetzt der Typ. Dem müssen wir die Proviantlieferung kurz geben. Ein Gucho? Hier? Makoto gewusst, das Kamel schwacher Tonka. Lässt ärmlichen Menschen in unser Dorf und spuckt auf Ehre der Kila. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das ist Makoto klar. Aber du bringst Ärger mit dir. Du nicht mal gut genug, um die Arbeit unserer Muleke auf dich zu nehmen. Guchos wie du taugen zu gar nichts. Weniger wert als Dreck, auf den Makoto tritt. Du besser gehst mir aus den Augen, Gucho. Oder du enden wie dieser Gucho Slim in Gefangenschaft. Neben dem möchte ich nicht aufwachen. Das versaut einem ja den Tag. Gucho Frau ist unwürdig. Sag ihr, sie soll ihren Mund halten. Was für ein Dreckskerl. Woher kommt dein Hass auf die Piraten? Makoto hasst nicht nur Menschen von Strand, sondern alle Guchos. Makoto kennt die Geschichten, die man sich erzählt. Eure Donnerstöcke sind schneller als der Wind und eure Gier ist größer als jeder Felsen. Ihr legt Eisen um unsere Frauen und Männer, zertrampelt, was wir erbaut und entweiht, was wir verehren. Als die Tivas euch schufen, mussten sie voller Zorn gewesen sein. Kann es sein, dass du hier das Großmaul im Lager bist? Makoto ist kein Großmaul. Makoto stärker als Baraka, klüger als Tenya und schneller als Tadashi. Naja. Wenn ich nächster Chaka, wir Kieler werden stark und bekriegen alle Guchos. Ich merke schon, das führt zu nichts. Ich dachte, ich soll den Proviant liefern geben, oder war das? Ich check's gerade nicht. Lassen wir das erstmal. Ich will jetzt ganz kurz mal den Typen ausrauben. Ich kann nur hoffen, der pennt. Nicht, dass der die Nacht durchmacht.
Und ich sollte eben auch irgendwie schlafen. Aber irgendwie schläft niemand. Ah, perfekt. So, was haben wir denn hier? Cunningham. Ein Jadestein. Ein Hocker, toll. Magischer Kristall. Mhm. Rum. Mhm. Ein Apfel. Proviant. Das Buch, die Expedition 1. Das hätte ich gerne früher gelesen. Aber nein, durfte ich ja nicht. Schon immer war ich begeistert von dieser Piratengeschichte, die eine Insel namens Kila beschreibt. Der Großteil wird wohl erfunden sein, doch zweifle ich nicht an der Existenz einer solchen Insel. Ich segelte mehrere Wochen über die See und hatte keine Vorräte mehr, als ein Sturm aufzog. Ich fürchtete schon um mein Leben, als mein Schiff in den Schutz einer Insel geschwemmt wurde, wo ich geschützt vor Wind und Wellen war. Natürlich war es die Insel, nach der ich so lange gesucht hatte. Kila ist beinahe so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Weicher Sand und direkt dahinter ein tiefer Dschungel. Nach ein paar Tagen stieß ich auf die Eingeborenen. Ihr Lager liegt tief im dichten Dschungel. Gefahren lauten hinter jeder Wurzel der mächtigen Bäume, doch das Schrecklichste waren die Spinnen. Keine kleinen Spinnen, die man mit der Hand zerdrückt, sondern fast mannshohe Viecher, die sich auf einen stürzen. Ich werde viel Spaß hier haben. Patty schleicht auch, das ist toll. Ich beklaue jetzt diese Truhe. Eine Stoßklinge. Meins ist aber, glaube ich, eine bessere Waffe. Meine Waffe ist ziemlich badass. Wenn ich mich irre. Patty, was machst du da? Weck Cunningham nicht auf. Apropos, ich leg mich jetzt auch ins Bett. Wie? Was ist los? Nix, ich will hier schlafen. Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Und ich bin natürlich wieder auf dem Weg ins Schattenreich. Jetzt muss ich... Ah toll, ich habe aber nicht gespeichert. Aber ich muss gucken, wie viel Seelenstaub ich hier kriege. Hier ist leider kein Charakter. Ja. Moment, ich speichere hier mal kurz auf der 18. Ist ja gut. Alter, dass es immer so laut sein muss. Eventuell muss ich alles nochmal klauen, aber wenigstens muss ich es nicht nochmal durchlesen. Das habe ich ja getan. Also 2 habe ich auf jeden Fall gekriegt und in die eine Richtung habe ich leider nichts. Behalte deine Finger bei dir. Klar. Ja, wieso muss ich den jetzt nochmal beklauen? Wieso ist der jetzt wach? Hawkins, bist du da? Ich tank auf dich. Sehr gut, tu das. So, ich klaue jetzt nochmal kurz die Truhe. Geht ja schnell. Ja, fertig. So, und dann gehen wir nochmal schlafen. Na, diesmal wacht er nicht auf, seltsam. Okay, wir haben also 2 Seelenstaub in der einen Richtung. Dann müssen wir gucken, dass wir in die andere Richtung gehen. Aber da gibt es auch verschiedene Wege. Da muss ich jetzt aufpassen. Also einmal. Oh, die Musik ist seltsam. Okay. Ah, da ist auch noch eins. Komme ich daran? Ja, das ist keine. Ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Also kann ich hier gemütlich weiter. Ah, okay. Solange du hier bist, immer wieder diese Träume. Wie hört das endlich auf? Ich hab vergessen, dass ich eigentlich ja schlafen wollte. Wer? Wie? Ja, ist gut, jetzt lass mich mal pennen. Hör auf, mich voll zu labern mit deiner Verwirrung. Okay. So, das wäre soweit erstmal geschafft. Was ist denn jetzt mit dieser Proviantlieferungsaufgabe? Ich check das nicht ganz. Das da. Für Baraka. Ich war doch bei dem, oder? Ich check's noch nicht so ganz, wieso ich ihm das nicht geben konnte. Oder habe ich den Falschen gesehen? Egal, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder hier. Bone steht hier auch noch rum. Ich glaube, ja doch, wir behalten erstmal Patty. Obwohl, was ist das, Patty? Komm mal her. Wir nehmen jetzt Bones wieder mit. So, die stellen wir nämlich hier ab. Warte hier. Achso, das geht ja nicht. Okay. Warte trotzdem hier. Ich gehe zurück und nehme Bones mit. Oh. Komm mit. Ja. Sieht so aus, als hätte ich einen guten Schamanen gefunden. Hiruto ist offensichtlich der Richtige, der mir helfen kann. Wunderbar. Dann machst du am besten, was er dir sagt. Er ist nun dein Arzt. Hau jetzt bloß nicht ab. Ich brauche deine Dienste noch. Wie schmeichelhaft. Haben wir sonst noch was zu reden? Na. Was denkst du über diesen Ort? Dieses Dschungelvolk finde ich amüsant. Die glauben wirklich an den Unsinn, den sie da predigen, oder? Ach gut, sie können ein paar tolle Zaubertricks, aber reichen die wirklich, um die Geschicke der Welt beeinflussen zu können? Okay, und was sagst du?
Oh, das sagt gerade nichts. Okay, also, wir gehen zurück ins Lager der Kila. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz, aber ich denke, wir haben mit fast allen Wichtigen geredet. Ich glaube, ein oder zwei Charaktere fehlen noch, die mir gerade einfallen. Kamil wird wachen, bis seine Zeit gekommen. So. Irgendwie will mein Typ nicht laufen. Aber hier ist, glaube ich, niemand mehr. Da gab es noch so ein Bett. Oh, war ich hier schon drin? Nee, hier war ich tatsächlich noch nicht. Da ist auch, genau da ist das Bett, wo ich hin sollte. Schleichender Tod. Die Expedition 3, das lesen wir jetzt noch. Dann haben wir nämlich das auch. Vom großen Tor. In meinem letzten Artikel erwähnte ich die Spuren der Ahnen. Heute bin ich wohl auf die deutlichste Spur von ihnen gestoßen. Ein riesiges Tor, welches einen ganzen Teil der Insel vor dem Zutritt bewahren soll. War ich alleine unterwegs, als plötzlich das Riesige zwischen den Bäumen deutlich wurde. Neugierig ging ich weiter. Mit offenem Mund lief ich an diesem Tor auf und ab. Es kam bald ein Tonka, so nennen die Eingeborenen den starken Krieger, und forderte mich auf, diesen Ort zu verlassen. Hörte sie tuscheln. Das Orakel muss geschützt werden. Der Gutsche darf es nie erfahren. Ja, und dann wurde er, glaube ich, umgebracht. So, wir haben hier eine Truhe. Ein bisschen Krusch, den wir nicht unbedingt brauchen. Noch eine Truhe. Jetzt würde ich mich auch noch anstrengen, okay. Ach, hat schon. Eine Muschekette. Ja, das bringt dann Einschüchtern anstelle von Silberzunge. Kann man vielleicht nutzen, noch ein Puschel. Und Bahattis Bett. Bett durchwühlen, wir wollen hier nicht schlafen. Sieh an, eine dunkle Haarlocke. So, wir können uns dann in diesen Krieger verwandeln. Und dann mit dem Häuptling reden. Ich denke aber, das machen wir erst im nächsten Part. Ich weiß noch gar nicht, ob ich schon alles habe. Ich muss aber kurz mit ihr reden, dann sehe ich es vielleicht. Ich habe ein Haar von Makoto. Gut. Lass es mich in die Puppe weben. So, ich bekomme eine Voodoo-Puppe. Hier, nimm sie. Die Macht der Hike liegt in deinen Händen. Und jetzt, Yala Gucho, wirke Voodoo. Übernimm Makoto. Gut, das machen wir sehr bald. Sehr, sehr bald. Aber erst will ich noch dahin, wo ich jetzt gerade hinlaufe. Ich denke, das machen wir aber erst im nächsten Part. Vielleicht zu Beginn der nächsten Session. War hier nicht ein Affe? Ist der runtergefallen oder so? Sind Affen so ungeschickt? Da hinten ist auch noch was, wo ich hin will. Da muss ich hier lang. Also es gibt hier sehr viele Wege, sehr verwinkelt. Da muss man echt aufpassen, dass man sich hier nicht verirrt und dass man alles wiederfindet. Du bist ein Gucho von fernen Kampas? Dörfern? Miyataka Geschichten von fernen Kampas. Kennst du Geschichten? Oh, Taschendiebstahl easy. Zwei Jadesteine. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Chi. Tavolele. Ein paar Ringe für Alchemie, Hiebwaffen, Alchemie, Voodoo-Magie, Alchemie. Rezepte ohne Ende, das sind Tränke. Und ich denke, das sind alles temporäre Tränke. Und Schnaps ist Blick des Blutes. Okay, sehr verwirrend, sehr seltsame Sachen. Warum möchtest du Geschichten hören? Mia Moleke aus diesem Dorf, wie ihr Guchos unsere Kampas nennt. Noch nicht viel gesehen vom Rest der Welt. Bahati interessiert an Erzählungen aus fernen Kampas. Okay, ich erzähle dir etwas. Über die Piraten. Chi, Piraten. Komische Guchos. Piraten machen den ganzen Tag nichts anderes als saufen und am Strand liegen. Bahati hat Eindruck, dass Piraten nette Guchos. Aber Bahati nicht wollen in Quere kommen mit Piraten. Ist vielleicht besser so. Haben komisches Voodoo. Über andere Länder. Kampas? Auf anderen Ländern? Es gibt viele Lager, Kampas, auf verschiedensten Inseln. Bahati wünscht zu sehen andere Länder, wie Gucho sie nennt. Und es gibt auch andere Kampas auf Ländern? Ja, sehr viele. Bahati nur kennen eigenes Land und eigenes Kampa. Über gefährliche Monster. Bahati weiß Bescheid über Monster. Viele Spinnen auf Kila. Diese Kabuki machen Maloche schwierig. Erzähl mir auch etwas über die Spinnen. Dschungel gefährlich.
Kabuki. Der Feind warten überall. Miyashika. Sammel nur, wo ist sicher. Aber jetzt, nichts mehr ist sicher. Spinnen überall. Gucho, besser passen auf. Über euer Leben. Jeder Kieler hat seine eigene Maloche. Muleke, eine wie ich, sammelt Bromba und Pflanzen. Ein Tonka beschützt Kieler vor Kabukis, unseren Feinden. Ein Tufa jagt mit Shihoko, dem Speer, Tiere zum Essen. Und ein Gucho stellt dumme Fragen. Über Kila. Kila stolz. Kila verehren Gaia. Kila stark. Aber Bahati fragt dich, sind Guchos am Strand gefährlich? Ach was, solange sie rumhaben, werden sie friedlich bleiben. Mia Toshika. Bahati hofft, du hast recht. Krieg nicht gut für Kila. Gaia ist großzügig. Guchos und Kila könnten in Frieden leben. Wenn du das sagst. Okay. Haben wir hier soweit alles. Ein Jadestein, super. Was steht denn hier? Innerkos. Aha. Ich glaube, es heißt der lebendige Geist. Ein Krieger, stärker als das Stoffliche, durchdringt er Menschen und andere Wesen. Sein Symbol ist aus Jade. Auch ist er ein Freund der Spinnen des Dschungels. Oder heißt es Feind der Spinnen? Egal, ich denke, Innerkos Gaben sind das Spinnenbein und das Symbol aus Jade. Einen besonders großen Jadebrocken gibt es im Nordosten. Steht hier auf dem Stein. Okay, das habe ich schon gefunden. Weiter. Und besonders hartnäckige Spinnen sind im Südosten von Kila zu finden. Dort soll man ein sehr hartes Spinnenbein finden. Na klar. Das Ding zu finden war in der Tat ziemlich hart. Egal, jetzt haben wir es. Also, das bringt mir gerade gar nichts und der labert sich da komplett zu. Oder mich. Was ist das denn? Ah, das ist eine eingestürzte Brücke. Okay, da kann man vielleicht rüberfliegen. Muss ich schauen, ob ich noch auf einem anderen Weg dahin kann. Die blaue Blume. Was zum Fick? Ich finde lauter Sachen, für die ich noch keine Quests habe. Ein unschuldiges Äffchen, ja. Ich will noch kurz diese Steintafeln alle durchlesen. Und dann will ich den Part beenden. Und beim nächsten Part will ich diesen Makoto übernehmen. Hier haben wir noch irgendwas. Fackel und Äffchenschädel und altes Wissen ist ja auch noch. So, wir porten uns ganz schnell hierhin. Dort war nämlich ein Stein. Da haben wir auch schon alle Gegner gekillt. Mal sehen. Also dies ist die Steintafel von Farah, der Sammlerin. Nein, Seherin. Ja, Seherin. Hier steht noch etwas über das Auge einer Hornmuschel. Aha, ich verstehe. Hornmuschel. Die Gabe von Farah ist die schillernde Perle. Das Auge der Seherin. Tja, ich würde sagen, das habe ich schon gefunden. Ja, würde ich auch sagen. Wir gehen also noch zum letzten. Das ist irgendwo bei Slim. Das lesen wir noch kurz durch. Da ist tatsächlich das Einzige, was wir brauchen. Nämlich das Pantherherz. Ich glaube, es ist ein spezieller Panther. Ziemlich sicher sogar. Und dann sollten wir cutten können. So, was steht hier? Uxmal wurden Zeichen der Stärke geopfert. Der Panther ist eins der stärksten Tiere. Uxmal ist wohl ein Jäger. Und seine Gabe ist das starke Herz eines Panthers. Tja, wo finde ich einen starken Panther? Hier steht etwas von einem Altar nordöstlich des Dorfes. Ja. Könnte hier irgendwo sein, keine Ahnung. Nordöstlich, ja, ist wahrscheinlich in dem Bereich. Ja, da kommen wir demnächst hin. Aber erst wohl im nächsten Part. Wir gehen jetzt... Moment, da ist noch eine Truhe. Habe ich die schon? Ja, die habe ich schon. Wir gehen jetzt zu Makoto. Ich rede nochmal mit ihm wegen dem Fleisch, aber irgendwie will das nicht. Bei dem kann ich auch nichts machen. Vielleicht muss ich ihn auch erst übernehmen. Von Voodoo verstehe ich nichts. Okay.
Vielleicht nur ich das zuerst mal. Sehen wir dann, aber ich werde jetzt hier kurz mit ihm reden. Yalla Yalla oder Makoto wird böse. Und wie scheint, den Part an dieser Stelle beenden. Beim nächsten Mal werden wir dann Makoto übernehmen und endlich mal wieder Voodoo wirken. Ich wusste nicht mehr, dass das in diesem Spiel auch geht, aber es geht und es wird sehr lustig. Ansonsten, den ganzen Rest, den machen wir beim nächsten Part, in der nächsten Session. Für diesen Part war es das auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.